Heute ist einmal soweit. Ich meine jetzt nicht, dass ihr mir beim Kaffee trinken zuschaut. Aber jetzt ist endlich einmal Zeit, meine Urlaubskamera vorzustellen. Ja. Ich habe zwar schon immer meine große Kamera mit dabei, aber die da, die ist bei jedem Urlaub dabei. Und was ist es? Es ist eine Vogtländer Vito B. Und die schauen wir uns jetzt einmal genauer an, wie man die bedient und was die alles kann. Kommen ist sie da mit so einem eleganten Leder. Wie sagt man denn dazu? Tascherl. Die Kamera selber ist reichlich schwer dafür, dass sie so klein ist. 500 Gramm wiegt das Ding. Und hat eigentlich nicht sehr viele Sachen, die man da bedienen kann. Fangen wir mal da oben an. Da ist ja so ein kleines Radl. Das kann man sich verstellen und so als Erinnerung einfach einstellen, welchen Film man da eingelegt hat. Das war's dann da oben schon. Den Knopf kann man da mit dem Hebel auf der Seite herausholen. Und je nachdem, woran man sich erinnern lassen will, da ist also eine kleine Auskerbung. Kann jetzt sagen, ich habe da ein Tageslichtfilm. Oder ich stelle mir da die DIN ein. Das mache ich meistens. Und die habe halt in den meisten Fällen einen 200er Film drin. So. Und dann sieht man sofort 224. Das ist ein Zubehörschuh. Da könnten wir unter anderem auch Blitze hineinstecken. Allerdings werden die nicht da ausgelöst, sondern da braucht man nur ein Kabel, das man da hineinsteckt und dann da den Blitzmodus da auswählt. Gut, hätten wir das auch schon. Das, was da oben auf der Oberseite noch ist, das ist der Auslöser. Schauen wir uns die Rückseiten an. Da ist der Filmspulhebel. Der macht nichts anderes. Und wenn kein Film drinnen ist, dann kann man das ein paar Mal hintereinander betätigen. Da geht nichts. Dann haben wir auf der Vorderseite da ein kleines Fensterle. Und wenn man mit Hilfe von diesem Zahnradl da unten am Anfang eingestellt hat, die Länge vom Film, dann kann man immer so verkehrt drauf schauen und dann sehen, wie viele Bilder noch zum Aufnehmen da sind. Ungewohnt, dass man da so die Kamera umdrehen muss. Auf der Unterseite können wir mit dem Zahnradl da vom Film einlegen die Anzahl der Bilder festlegen. Ein 36er Film oder 24er Film oder 12er Film. Und je nachdem sieht man dann da in dem kleinen Fensterle, wie viele Bilder man da noch zum Fotografieren hat. Man kann also immer fotografieren und dann die Kamera so umdrehen und schauen, ah, so viele Fotos habe ich noch. Ja, und damit sind wir schon bei der Vorderseite. Ein fix verbautes Objektiv mit mehreren Einstellmöglichkeiten. Die Entfernung. Und da die Zeiten und da die Blenden. Aber das ist gekoppelt da mit dem roten, mit den roten Zahlen, das ist der Lichtwert. Da kann ich also jetzt das drücken. Dann kann ich es so verstellen. Und wenn ich jetzt den Lichtwert von 13 habe, dann entspricht es Blende 8, 125. Oder Blende 11, ein 60stel. Oder Blende 16, ein 30stel. Und so kann ich die immer, je nachdem, was ich haben will, gemeinsam verstellen. Das war's auch schon. Da ist noch der Leuchtrahmen.
Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur mehr die Unterseite übrig. Das ist recht ein komisches Ding. Da ist nämlich da so ein kleiner Hebel. Damit macht man die Klappe da auf. Damit geht auch die Klappe da auf. Und wenn das offen ist, dann merkt man spätestens jetzt, dass dieses Zapferl da drinnen fix ist. Selbst wenn ich diesen kleinen Hebel da betätige, dann hupft mir nur der Knopf raus, mit dem kann ich dann den Film wieder zurückspulen, aber das Ding da bleibt fix in dieser Position. Wenn es jetzt diesen Deckel da nicht gäbe, könnte man die Spule da nicht reinlegen. Also so kompliziert haben die da gedacht. Rückdeckel auf, Bodenplatte auf, Spule hinein und dann da herüben sieht man dann, da kommt da so ein Schlitz. Da steckt man die Filmlasche rein und jetzt kommt's. Der Film, wenn man da eingespannt hat, greift dann da mit seinen Perforationslöchern genau in dieses Zahnradl da hinein. Und jetzt, das ist praktisch das Geheimnis, wenn man so ein Vito B irgendwo bekommt, weil da denkt man sich, aha, aufgezogen haben wir, aber es lässt sich nicht auslösen. Und das funktioniert so, dass man da erst auslösen kann, wenn da ein Film drinnen ist oder wenn ich da das Zahnradl. Wenn man also da den Film eingelegt hat und weitergespult hat, ich mache das jetzt einfach einmal mit meinen Fingern statt dem Film, dann muss man das ganze Werkel natürlich wieder rückbauen. Gell? Also ich muss den Knopf da reinschieben, ich muss die Wand, eigentlich soll es jetzt schon funktionieren. Hauptsache der Knopf ist da drinnen. Dann schauen wir mal. Hat funktioniert. So sieht man so, dass sie dann sehr wohl auslösen kann. Das war's. Deckel zu. Wenn man durchschaut, dann hat man da einen Sucher, der recht interessant ist, weil ich kann durchaus beide Augen offen lassen und die sieht da mit dem rechten Auge genauso, als wenn ich mit dem linken Auge schauen würde. Ich kann also wunderbar da beide Augen offen lassen. Und dann habe ich ein bisschen ein größeres Blickfeld. Da drinnen wird mir eingeblendet so ein kleiner Rahmen. Da sehe ich dann, was aufgenommen wird. Und das war's. Die kleine Kamera habe ich also in jedem Urlaub dabei. Und da sind schon recht nette Aufnahmen entstanden. Wie zum Beispiel. Das ist die Vito B. Da war nachher noch ein bisschen was an Zubehör dabei. Ja. Da war zum Beispiel diese große Tasche da. Und da waren einmal zwei Filter drinnen, die waren dann immer dabei. Und dann diese geniale Gegenlichtblende, die kein Gewind hat, sondern einfach da ein paar Schlitze drinnen. Und die kann man dann schlicht und einfach da vorne draufstecken. Und schon ist man da ein bisschen geschützt vor Streulicht. Dann war da noch was dabei. Bei diesem ganzen Anhängsel da. Ein Belichtungsmesser. Aber was für einer. Ich habe den einmal herausgenommen. UnitTech Type 9. Und dann bin ich mal ratlos davor gestanden, wie denn das zu bedienen geht. Aber auch das dann war recht einfach zum Durchschauen. Kurze Erklärung. Zum Schluss noch den UnitTech. Das schaut ja so aus. Da stelle ich mir die DIN ein. Ich habe halt immer diesen 24er Film, das ist der 200er Film. Und wenn ich dann
das Klapperle aufmache, dann sehe ich jetzt da schon, die Nadel springt auf den Vierer, dann stelle ich mir die rote Nadel da auf den Vierer, also die rote Scheibe da auf den Vierer und kann dann da unten alle Belichtungs- und Blendenwertkombinationen ablesen und da drin sehe ich den Lichtwert, Light Value. Das ist der, den ich da einstellen kann. Und wenn ich das jetzt zumache, dann ist die Nadel da irgendwo bei 1, aber das ist halt schon zu wenig. Aber dann müsste ich da diesen blauen Pfeil nehmen. Das war's. So benutzt man den, ganz einfach. Ich habe meistens einen 24er Film drinnen, das ist ein 200er Film. Ja, und wenn ich das da in der Mitte eingestellt habe und da hinaus schaue, dann zeigt mir die Nadel genau auf 5,6. Und ich stelle also das rote Teil genau auf 5,6 und habe jetzt da mehrere Angaben. Und zwar unten da sehe ich alle möglichen Kombinationen von Blende und Belichtungszeit. Und dann habe ich da noch ein kleines Fensterle, da zeigt es mir den Lichtwert an. Lichtwert, was ist der Lichtwert, gell? Ein Lichtwert von 12 entspricht halt in dem Fall Blende 11 und am 30. oder Blende 8 und am 60. Also diese ganzen Kombinationen sind ja praktisch gleich. Und bei der Vita habe ich die Möglichkeit, ich kann da den Lichtwert einfach einstellen. Okay, ich muss also nur die zwei Klapperlen da drücken, dann drehe ich den Ring und stelle den jetzt genau da auf 13 hin. Und damit sind alle Kombinationen von Blende und Belichtungszeit schon praktisch voreingestellt. Und je nachdem, was ich haben will, entweder Ofenblende unter kurze Zeit oder lange Zeit unter geschlossene Blende, brauche ich jetzt nur mehr drehen und diese Kombination wird nicht verändert und der Lichtwert steuert mir das Ganze. Das war's. Und drum habe ich sie auch im Urlaub so gern, weil einmal Belichtungsmessen, einstellen und dann fotografieren. Tja, und dann war noch die Frage, und wieso ist dann das Klapperle da vorne? Da habe ich jetzt den Effekt gehabt, so wie heute, das ist ein bewölkter Tag. Ja, da ist halt wenig Licht, da mache ich das Klapperle auf. Aber bei einem Urlaub am Strand, da ist es dermaßen hell, dass das dann über die Skala drüber gängert, dann mache ich das einfach zu, dann ist nur mehr der Schlitz da, ja, und dann kommt halt weniger Licht hinein. Und das heißt dann, ich muss dann den blauen Pfeil auf die Zahl stellen, die es jetzt anzeigt. Das war es auch schon. Und man könnte es auch durchaus überprüfen an so mittelhellen Tagen, oder könnte, habe ich gemacht, wenn man dann, so wie jetzt zum Beispiel auf der blaue Pfeil auf 1,4, dann mache ich das Klapperle auf und schon ist dann die Nadel auf 5,6 und das ist genau die Stellung, die der rote Pfeil da hat. Das war's. Mehr gibt's eigentlich da nicht zum Sagen. Mir macht Spaß mit der Kamera und ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub, weil dann geht sie wieder mit. Jetzt legen wir noch einen Film ein. Die Kamera ist bereit. Ich habe auch einen alten Film. Und den werden wir jetzt einlegen und dann schauen wir mal, wie die Bilder werden.